Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein Übungsprogramm, welches Sie auch als Diabetiker einfach und sicher zu Hause durchführen können. Das Theraband CLX eignet sich optimal für ein leichtes bis moderates Training aller Körperregionen. Durch die praktischen Schlaufen haben Sie unzählige Übungsmöglichkeiten und sparen sich das Wickeln um die Handflächen. Für die folgenden Übungen empfehlen wir das CLX-Band mit leichtem bis mittlerem Widerstand. Mit der folgenden Übung trainieren Sie die Muskulatur Ihrer Arm- und Schulterpartie. Stellen Sie sich stabil und schulterbreit hin, mit dem Band hinter dem Rücken. Die Arme sind vor dem Körper gestreckt in den Bandschlaufen. Das Band wird leicht auf Spannung gehalten, die Schultern sind tief. Mit der Einatmung führen Sie die Arme mit den Bandenden nach außen und mit der Ausatmung wieder zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal und machen Sie anschließend ca. 20 Sekunden Pause. Danach wiederholen Sie den gesamten Satz 1 bis 2 Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächststärkeren Widerstandsstufe durchführen. Die folgende Übung trainiert die Armmuskulatur. Stellen Sie sich in die Schrittstellung. Der vordere Fuß befindet sich in der mittleren Bandschlaufe. Die Arme sind 90 Grad gebeugt und die Hände befinden sich in den Schlaufen. Der Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Mit der Ausatmung ziehen Sie das Band Richtung Schulter und mit der Einatmung senken Sie die Hände wieder zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal und machen Sie anschließend ca. 20 Sekunden Pause. Danach wiederholen Sie den gesamten Satz 1 bis 2 Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächststärkeren Bandstärke durchführen. Die folgende Übung stärkt die Muskulatur der Arme, Beine und des Rückens. Stellen Sie sich hüftbreit und stabil hin. Die Füße befinden sich in den mittleren Schlaufen. Mit den Händen greifen Sie die äußeren Schlaufen. Die Arme befinden sich auf Schulterhöhe, die Ellbogen sind 90 Grad gebeugt, Hände gestreckt vor dem Kopf. Die Schultern sind tief. Mit der Ausatmung gehen Sie in die Kniebeuge, bis Ihre Knie einen Winkel von ca. 90 Grad erreicht haben. Die Arme führen Sie dabei in die Streckung nach oben. Mit der Einatmung gehen Sie zurück in die Ausgangsposition. Führen Sie diese Übung mit 6 bis 8 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine Pause von ca. 20 Sekunden und wiederholen Sie dann den gesamten Satz 1 bis 2 Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächststärkeren Bandstärke durchführen. Trainieren Sie mit der folgenden Übung Ihre Beinmuskulatur. Stellen Sie sich stabil und schulterbreit mit den Füßen in den Schlaufen hin. Das Band platzieren Sie oberhalb der Knöchel, sodass es leicht gespannt ist. Mit der Ausatmung gehen Sie in die Kniebeuge und mit der Einatmung wieder zurück in die Streckung. Mit der nächsten Ausatmung heben Sie das rechte Bein gestreckt seitwärts nach außen und setzen es mit der Einatmung wieder ab. Mit der nächsten Ausatmung führen Sie die gleiche Bewegung mit dem linken Bein durch. Anschließend beginnen Sie die Übungsfolge von vorne mit der Kniebeuge. Achten Sie darauf, dass der Oberkörper während dieser Übung stabil bleibt. Führen Sie mit beiden Seiten 8 bis 10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine Pause von ca. 20 Sekunden und wiederholen dann den gesamten Satz 1 bis 2 Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächststärkeren Bandstärke durchführen. Steigern Sie mit der folgenden Übung Ihre Ausdauer während des Gehens. Legen Sie das CLX-Band mittig hinter Ihrem Rücken her und fassen mit den Händen in die Bandschlaufen rechts und links vor dem Körper, sodass das Band leicht auf Spannung ist. Starten Sie nun mit dem Gehen. Die Arme schwingen nicht mit, sondern führen Zugbewegungen gegen das CLX-Band aus. Das Band dient nun während des Gehtrainings als zusätzlicher Trainingsreiz und intensiviert die Armbelastung. Wichtig:
behalten Sie den natürlichen Kreuzgang zwischen Arm- und Beinbewegung bei. Starten Sie zunächst mit 1-3 Minuten Gehen in moderatem Tempo, sodass Sie sich währenddessen noch gut unterhalten könnten. Steigern Sie die Belastungszeit von Mal zu Mal langsam bis zu 10 Minuten. Um die Intensität der Übung zu erhöhen, können Sie mit den Händen in eine Bandschlaufe greifen, die sich näher am Körper befindet und somit den Widerstand erhöhen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Führen Sie das Training nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder medizinischem Fachpersonal durch. Führen Sie vor dem Training eine Blutzuckermessung durch und starten Sie das Training nur bei guten Werten. Sie sollten das Training abbrechen, wenn starkes Schwitzen, Herzklopfen oder Sehstörungen auftreten. Wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können. Sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit auftritt. Weitere Übungen und Informationen zum Umgang mit Diabetes mellitus finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Werden Sie aktiv. Viel Spaß dabei!